Jetzt erzähle ich euch ein bisschen über meine Ernährung. Also wie vielleicht viele schon wissen, Alex Stampolidis vom Smash Fitness Park ist mein Coach und mit ihm zusammen mache ich die Trainingspläne und die Ernährungspläne. Und da ich ja seit Januar 2012 bei Allstars bin, habe ich natürlich meine Ernährung ein bisschen umgestellt, weil die Produkte natürlich, die dann auf mich abgestimmt sind oder die ich dann verändere. Und seit November bin ich auch auf Diät. Das heißt, natürlich ein bisschen weniger Kalorien, nicht mehr so viel Naschen und so. Also momentan liege ich bei 1400 Kalorien, bestehend aus Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett. Eiweiß liege ich bei ca. 140 Gramm momentan, das Fett liegt bei 40 Gramm circa und die Kohlenhydrate bei 120 Gramm, so circa. Und es sieht dann so aus, dass während der Diät natürlich je nach meinem Körperzustand, mein Ziel natürlich auch, ich mit dem Alex zusammen das dann so mache, das kann sein, es bleibt so eine Weile oder wir sagen, okay, zum Wettkampf zu oder so, dass wir ein bisschen die Kalorien dann klar reduzieren. Und was natürlich sehr wichtig ist in der Diät, der Sport und natürlich die Ernährung. Das ist wirklich das A und O. Und wichtig natürlich die Produkte, die man dann nehmen muss, um das dann natürlich noch ergänzend zu unterstützen. Und da erkläre ich euch jetzt mal so ein bisschen, damit ihr wisst, was ich mache und warum ich das mache, zeige ich euch jetzt mal die Produkte. Also morgens, ganz wichtig, wenn ich aufstehe, was mich auch schon die ganze Zeit so ein bisschen interessiert hat, weil viele Allstars-Athleten das Amino Fusion verwenden. Das gibt es erst seit letztem Jahr Herbst. Und das hat mich so schon interessiert, wie das schmeckt, weil es gibt es in Geschmacksrichtung Orange und Apfel. Und bei mir ist so ein bisschen ein Problem, wenn ich Aminos nehme, also Flüssig-Aminos, dann kriege ich immer so ein bisschen Magenprobleme. Und da das ein Pulver ist und man das so ein bisschen reinmischen kann und viele sagen, ey Ramona, das schmeckt echt richtig gut, freu dich darauf. Da habe ich gedacht, okay, das ist schon mal so das Erste, was mir ganz wichtig ist, was ich probieren will. Und auf jeden Fall schmeckt es echt richtig gut. Ich bin begeistert und für mich morgens, wenn ich aufstehe, ist wichtig, weil ich ja über die Nacht hinweg also meine Muskeln haben keine Versorgung. Je nachdem, wie lange ich schlafe, 8 Stunden wegen mir. Und da ist dann ganz wichtig, wenn ich aufstehe, dass ich sofort was habe, was in die Muskeln, im Körper gleich reingeht und ich versorgt bin. So für die ersten 2 Stunden schon mal. Und da nehme ich dann morgens das Amino Fusion. Für meine Muskeln natürlich. Und Lipodex nehme ich morgens. Das ist natürlich wichtig für uns Frauen. Wir wollen Fett reduzieren. Das pusht mich dann, weil natürlich Koffein drin ist. Und dann starte ich schon mal gut in den Tag. Das ist schon mal sehr wichtig. Dann, was ich noch nehme, wichtig auch nach dem Training, also morgens aufstehen und nach dem Training, dass natürlich die Muskeln gleich versorgt werden. Wirklich, das, weil im Endeffekt für alle Frauen, die sagen, ich möchte meinen Körper verändern, müsst ihr darauf achten, dass ihr mit der Ernährung und mit den Produkten wirklich wisst, wann genau ihr sie einsetzt. Und das sind die wichtigsten Zeiten zum Einsetzen. Da nehme ich dann nach dem Training die Aminotrophin. Das ist sehr gut, gleich nach dem Training. Und für zwischendurch nehme ich LipoRush. Das finde ich auch, das schmeckt richtig gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal unterwegs bin und ich bin, keine Ahnung, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin, ich bin müde, dann trinke ich nebenher einen LipoRush, dann ein bisschen Koffein, bin ich wach, schmeckt gut. So ein bisschen süß während der Diät auch echt ideal. Das kann man eigentlich immer trinken. Und ja, probiert es einfach mal aus. Und natürlich Hypro nehme ich auch, das ist ein Mehrkomponenten-Eiweiß und richtig lecker. Ich habe mir das Peanut Butter Chocolate bestellt und ich habe die Tüte aufgemacht, ich habe reingerochen und ich so, yummy, und ich habe es getrunken und es schmeckt richtig geil. Es schmeckt richtig geil. Also, weil ich sowieso so der Erdnussbutter-Fan bin und ich das ja eigentlich nie essen darf. Während meiner Diät ist es wirklich super, wenn man gerade so, also ich bin so ein bisschen die Süße und wenn ich dann so ein bisschen, ich will eigentlich was Süßes oder ich hätte gerne einen Riegel oder irgendwas, dann kann ich das trinken und ideal für mich. Und weil ich es ja auch nicht mit Milch trinken darf, mache ich das ein bisschen, dass es ein bisschen dickflüssiger ist und dann habe ich ein bisschen mehr davon, wie wenn es
kann man machen, wie man will, aber wenn es so flüssig ist, dann ist es ja gleich weg und da hat man ein bisschen so Gefallen dran, so eine Weile. Ja, was ich dann auch noch trinke, ist das Isotec. Das ist ein Whey-Isolat, das trinke ich dann auch, je nachdem, so über den Tag verteilt, also meistens Hypro abends, bevor ich schlafen gehe, weil es ein Mehrkomponenten-Eiweiß ist, das hält mich dann länger satt und das andere, das Whey-Protein, das dann über den Tag verteilt, so je nachdem. Und was auch noch wichtig ist, ist für mich Magnesium natürlich, das auch meistens nach dem Training, also das entweder nach dem Training oder vorm Schlafen gehen, je nachdem uhrzeittechnisch, wann ich trainiere. Und Glutamin nehme ich auf, finde ich sehr gut, hilft mir gerade so im Winter für mein Immunsystem, das ein bisschen zu fördern und natürlich auch ja, meine Muskeln zu versorgen. Finde ich ganz gut und nehme ich eigentlich immer. Und was ich auch noch nehme, also an alle Frauen da draußen, ja, wir sind vielleicht ein bisschen anfälliger, wenn wir Diät machen, so auf Erkältungen oder Viren, da nehme ich gern Vitamin C oder ich trinke auch gern den Mineraltrink, der versorgt mich dann auch mit Mineralien, gerade wenn ich Cardio mache und schwitze, dann ist es auch eine super Ergänzung für mich. Und ansonsten, ja, meine Ernährung sieht so aus, dass ich, ja, wie die meisten, ja, Reis essen, aber ich esse gern Reiswaffeln oder Maiswaffeln, also ich tendiere dann eher zu Maiswaffeln. Ja, Reis ist mir ein bisschen immer so, in der Diät habe ich nicht immer Lust, so viel immer zu kochen, jeden Tag. Und wenn ich es vorkoche in dem Kühlschrank, der Reis, dann schmeckt der mir nicht mehr so. Deswegen ist eigentlich bei mir immer Maiswaffeln oder Reiswaffeln. Dann, was isst man noch in der Diät? Ja, natürlich Fleisch, aber ich bin jetzt nicht so der Fleischfan, also Putenfleisch natürlich oder Hühnerbrustfilet. Ich esse dann manchmal auch Fisch, also ich habe das so mit dem Alex abgesprochen, dass ich sage, okay, ich habe einen Plan, dann kann ich variieren, mal einen Tag so, einen Tag so. Also entweder Putenfleisch oder dann Fisch, aber da ich eh nicht so viel davon essen muss und das mit den Produkten auch super ergänzen kann, ist es okay für mich so. Dann, was esse ich noch? Eier natürlich, das ist auch sehr wichtig, also Eiklar, Eigelb, je nachdem. Und momentan esse ich noch Quark, ist für mich auch sehr gut, also mag ich ganz arg Quark mit so Leinöl und ein bisschen Zimt zugemischt. Das ist super Sättigung, schmeckt auch gut und es hat ein bisschen was Süßes mit drin, das finde ich auch ganz gut. Ansonsten einen Apfel am Tag esse ich auch noch, da freue ich mich auch immer drauf, weil es natürlich auch Vitamine und ja, Apfel pro Tag ist super. Und was gibt es noch bei mir? Das muss ich gerade mal überlegen. Ja, das war es eigentlich so an sich. Reis, Fleisch, Fisch, Apfel, Quark, ja. Also an sich jetzt nicht wirklich viel, weil natürlich, ja, ich bin in der Bikini-Klasse und auch an alle Frauen da draußen. Was wirklich wichtig ist, wenn ihr abnehmen wollt, die Ernährung natürlich ist sehr wichtig. Das ist wirklich sehr ausschlaggebend. Und wenn ihr euren Körper verändern wollt, braucht ihr wirklich die bestimmten Produkte. Ihr braucht natürlich jetzt nicht so viel wie die Männer, aber ein paar Sachen, wenn ihr wisst, wie ihr sie einsetzt, zu welcher Uhrzeit, wann, vorm Training, nach dem Training, was natürlich auch draufsteht. Bei Allstars natürlich auf der Seite sind viele Informationen, wo ihr das lesen könnt. Ihr könnt mich natürlich auch gerne anschreiben, mich fragen jederzeit, kein Problem, stehe ich euch gern zur Verfügung. Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr euren Körper verändern und was machen. Sei es ein bisschen mehr Muskeln, einfach ein bisschen straffer und Eiweiß, wie fast jede Frau weiß, Eiweiß strafft die Haut gegen Zellulite, schöne Haare, schöne Haut, schöne Nägel, alles. Also ja, ihr müsst einfach nur was machen und wissen, wie ihr es einsetzt, die Ernährung, Training und dann steht euch eigentlich nichts mehr im Wege. Also, ich freue mich auf jeden Fall. Ihr könnt meine Diät natürlich verfolgen auf Facebook, auf allstars.de und ich hoffe, es klappt alles so, wie ich es mir vorstelle. Ich freue mich, ich bin motiviert und ihr könnt mich gerne unterstützen, mir schreiben und ihr werdet bald wieder von mir sehen. Bis dahin, macht's gut!
Ciao.